Leute, ich wünsche euch einen wunderschönen, nicen Tag. Heute gehen wir auf die Dokumi 2022 in Düsseldorf. Das ist das allererste Mal, dass wir uns irgendeine Art von Cosplay aneignen. Ich bin noch niemals irgendwie als Cosplay irgendwo hingegangen. Ihr könnt vielleicht schon ein bisschen an meinem Outfit erahnen, in welche Richtung es heute geht. Bro, das ist der Fell of Ruffy, Bro. Ich will Fleisch! Als was gehst du? Na, Denji. Was sehe ich da im Hintergrund? Kamaboko Gunpachi! Leute, ihr seht im Hintergrund die Dokumi. Guckt euch die ganzen Leute an. Ich bin natürlich heute im Mitsuya, Tokyo Revenger Outfit. Im Hintergrund ist eine Riesenstange. Da stellen dann natürlich Normalsterbliche wie wir nicht an. Weißt du, warum hier heute so viele Weeps sind? Warum? Weiß ich nicht. Das ist ein bisschen cringe. Ja. Die geht's ja komplett beschissen, oder? Ja. So laufen die hier rum heute, Leute, und ich verstehe das nicht. Es ist ein bisschen unangenehm jetzt hier gerade. Das ist ein blauer Mensch, Bro. Findest du das? Ich finde die so geil. Ich finde die so geil. Diese Dokumi ist voller denn je, Alter. Hier sind so viele Menschen. Ich komme nicht 2 Meter weit, Alter. Roman, wurdest du schon oft wegen deines Körpers heute? Erstaunlich schon, Digga. Ja? Alle feiern die Noske und ich finde legit, das ist das legitimste Outfit von heute, Digga. Die Blue Lagoon, ein wundervoller Ort. Okay, wir filmen jetzt für dein komplettes Outfit, deine Haare noch blau. Yes, sir. Aber wir sind heute nicht allein, denn was bei mir weniger ist, ist bei ihm mehr. Bart. Keiner. Ich fühle mich jetzt gerade wie so ein illegaler Graffiti-Sprayer. Der Wind muss so... Der Wind? Dass du es nicht ins Gesicht kriegst. Ja. Nordöstlich. Perfekt. Merkst du? Ja. Ich bin nur mal ein bisschen doof. Oh! Oha! Oha. Ich hätte nie gedacht, dass so knallt. Guck mal bitte da in den Spiegel. Sebi? Leute, heute live von der Dokumi. Wir sehen hier jemanden mit sehr, sehr, sehr schönem Schmuck und Ohrringen, muss man einfach mal sagen. Ja. Ne? Was war deine Inspiration dafür? Weiß nicht, ich habe dich gesehen. Ja. Und dachte mir, so scheiße. Ja. Will ich auch mal aussehen. Hat das geklappt? Hat ja? Geklappt. Oh, danke schön. Erstmal, wer bist du? Du bist jemand von Attack on Titan. Ja, nee. Das ist der beste Anime der Welt. Ist natürlich One Piece. So. Und so anders möchte ich das nicht hören. Wer sagt, Attack on Titan ist besser als One Piece, der möge jetzt bitte den Vlog beenden. Ich habe One Piece nicht geguckt oder gelesen. Lass mich nicht an. Wir gehen weiter, wir müssen weiter. Soll ich mit den Law oder den Law? Du nimmst jetzt eine mit. Nee, ich muss sparen. Für was? Warte, wir haben den einzigartigen Ruffy. Wir haben ja hier eine nette Maid dabei. Maid könnte sich vielleicht einmal rumdrehen im Kreis. Der scheint aber ziemlich kurz zu sein an der Stelle. Und natürlich Yumeko. Und kannst du bitte einmal für uns ein Uwu oder ein Miau? Ich Uwu nicht. Und natürlich. Haben wir den Boy hier wieder weg. Wo warst du die ganze Zeit? Ich war 2 Stunden hier alleine, weil ihr im VIP-Bereich wart. Deswegen halt. Als was gehst du heute? Jumanda. Jumanda? Gut getroffen auch. Okay, nee, krass. Also ich hab schon, ja, das habe ich mir fast gedacht. Ja? Ja, danke schön. Darf ich, wollen wir noch ein Foto machen? Ja, klar. Ja, cool. Lumanda. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wo hier auf der Dokumi eventuell der Bereich ist, der mich am meisten interessiert. Gehen Sie da weg. Ich habe ihn gefunden. Die Hentai Corner. Da schauen wir mal, was wir Schönes finden. Anja. Oh, Anja. Das ist echt geil, oder? Wir haben auch die ersten 3 Sticker dazu bleiben. Was? Wow. Das nehmen wir mit. Wie viel kostet das? Nichts. Kostenlos. Crunchyroll ist das beste, die beste Streaming-Plattform Deutschlands. Guckt eure Animes auf Crunchyroll und vergesst alles andere. So. Ja. Danke. Ja, gerne. Ja, das ist ja so krank. Dankeschön. Sehr freundlich. Das ist erst mein erstes Cosplay, wo ich so viel reinstecke. Ja, es ist aber wirklich, wirklich krass. Also Respekt auf jeden Fall dafür. Guckt euch diesen Idioten an. Leute, guckt mal bitte ganz kurz. Ich habe, glaube ich, mein Traumdress für heute gefunden. Alter, das ist so fucking nice. Yamato, Alter. Holy shit. Digga, was ist das für eine Riesenwaffe? Ich habe eine Riesenkeule. Da habe ich auch mal eine Riesenkeule in der Hand.
Boah, sick, holy shit. Digga, guck dir das an, wie krass ist das? Das haben einfach wer das von euch gezeichnet? Ich? Digga, das ist ja so sick. Hier ist übrigens meine Inspiration für mein Hand-Tattoo. What the fuck? Ja. <Yeah. lacht> Gut, hi, wie geht's? Gut. Und ja? Dir so? Gut. Und dir so? Ja, auch gut. Entweder war es interner Streit oder... Das bin ich, ich muss da eben hin. Freut mich auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal. Leute, guckt euch mal ganz kurz an, wen ich hier Tolles getroffen habe. Schaut euch diese geilen Cosplays an. Ich suche heute nach dem schönsten Cosplay. Nee, ich sage, mir gefallen alle extrem. Wir haben es doch hier direkt gefunden. Leute, ich habe den echten Rorona Zoro getroffen. Kannst du ein paar Attacken? Was sind so deine Spezialitäten? Die Spezialität ist der 3-Meter Stil, 180 Zinsmönix. Ah, ja. Cool. Ich dachte, bis eben dein Cosplay wäre cool. Dann habe ich den Bruder hier getroffen. Look at this. Bro, geil. Ich gucke gerade so, welche Cosplays mir am besten gefallen heute. Okay. Das ist insane. Woher hast du das? Ich hab's selber gemacht. Das hast du, das hat er selbst gemacht. Junge, Bro, what the fuck. Digga, wenn du so weiter so hochhebst die Hände, dann schneidest du mir meinen Kopf noch ab. Ja, ne? Ich ist schwer einzuschätzen, wo ich was habe. Da ist einfach dein Schwert. Ja, ich will mir das auch holen. Was hast du da jetzt? Ich habe hier zwei dicken Schwerter von Inosuke. Und warum hast du dich bei dieser Schlange da hinten jetzt nicht angestellt, sondern bist jetzt hier einfach reingegangen? Weil wir VIP sind, Bro. Leute, wir sind hier jetzt im japanischen Garten. Das ist quasi genau neben der Messehalle ein riesengroßer Garten. Und oh Mann. Geht's? Oh. Geht's dir gut, oder? Ich gehe mal schnell weiter. Da sind Koi-Karpfen. Ja, genau. Hi. Alter, ich bin großer Final Fantasy Fan. Guck dich das an, Leute. Das ist wunderschön, wirklich. Das Blumenmädchen, Alter. Die Szene, wo Aerith Cloud eine Blume gibt, Alter, das ist meine absolute Lieblingsszene. Oh mein Gott, ist das dein Ernst? Oh, Leute, guck dich das an. Ich bin der glücklichste Mensch der Welt. For you. A flower? That's right. It's a gift. You know, for scaring those things away. What things? Was glaubst du, tust du hier? Wenn das Video zu Ende. Ich habe noch mal eine Frage an dich. Ja, du hast mich dafür extra gesucht. Du standst auf einmal gerade wieder neben mir. Jetzt hör auf, die Lügen hier zu erzählen. Was ist dein Lieblings-Hentai? Boku no Pico, Leute. Hey, es war super geil mit dir heute, wirklich. Danke. Ja. Leute, hier beenden wir den Vlog im japanischen Garten. Wir genießen jetzt noch ein bisschen den Abend mit Sake. Digga, war ein reiner Tag. War schön, euch alle mal getroffen zu haben. Falls euch der Vlog gefallen hat, lasst gerne Daumen nach oben da, ein Abo und dann springe ich jetzt ins Wasser.